Der erste FC Magdeburg hat bei seiner Premiere in der zweiten Fußball-Bundesliga eine Niederlage kassiert. Der ehemalige Europapokalsieger unterlag dem FC St. Pauli 1:2:1 zu erstem vor 24.156 Zuschauern brachte Torjäger Christian Beck die Hausherren in der 16. Minute in Führung. Den Ausgleich für St. Pauli erzielte Christopher Buchtmann 13 Minuten später. Mit einem Traumfreistoß sorgte Marvin Knoll, 83. für den Sieg des Kiezclubs aus Hamburg. Die Magdeburger begannen in der ausverkauften MDCC Arena ohne großen Respekt gegen den Verein, gegen den sie vor 11 Jahren in der damaligen Regionalliga durch eine 0:1 Niederlage den Aufstieg am letzten Spieltag verpasst hatten. Mit Einsatz und taktischer Disziplin wollte es die Mannschaft von Trainer Jens Hertel den Hamburgern möglichst schwer und unbequem machen. Der Plan ging zunächst auf. Nach einem Abwehrfehler der Gäste erzielte Beck mit einem satten Linksschuss das erste Magdeburger Zweitligator. Ein verunglückter Abwehrversuch ermöglichte St. Pauli aber nicht einmal eine Viertelstunde später den Ausgleich. Eine der wenigen Chancen, die die Magdeburger in der zweiten Hälfte zuließen, nutzte Knoll zum Sieg von St. Pauli. Deutsche Presseagentur.